Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Skyblock mit Minimark. Ja, ich habe hier offscreen ein bisschen die scheiß Pilzfarm abgebaut, weil ich was Neues ausprobieren wollte. Und habe ich gedacht, zuerst habe ich mir gedacht, so ja, komm, dann machst du das schnell offscreen. Und dann habe ich mir gedacht, na komm, mach das doch lieber onscreen. Und ja, dann machen wir das einfach mal onscreen. Und zwar will ich hier was Dickes reinbauen. Machen wir es einfach mal so viel wie möglich. Was mache ich denn jetzt hier? Quatsch, ich Idiot. Also im Internet stand jetzt, dass es die Pilze extrem lange brauchen, um zu wachsen. Deswegen soll man lieber einen Riesenpilz bauen. Und das ist wohl... Naja, also ich habe es wohl nicht, also ich habe es nicht hingekriegt, ich habe keine Ahnung. Ich baue jetzt einfach mal so ein riesen Ding hier, mal gucken, ob das dann funktioniert, hoffen wir mal. Ich baue das mal richtig hoch jetzt. Und da muss ich ja einfach nur ein paar Mal einen Riesenpilz bauen. Dann, weil da kommen wohl so viele Pilze raus. Weil früher konnte man Pilze ja einfach so bauen. Also am Tag und da konnte man einfach mit Knochenmehl drauf. Ne? Das funktioniert aber mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Weil die Pilze jetzt ja Schatten brauchen, beziehungsweise Dunkelheit. Gucken, ob das funktioniert so, oder ob ich das noch höher bauen muss. Ich glaube, ich muss das noch höher bauen. Quatsch, verarsch mich doch nicht. So. Hier irgendwas für ein Lichtlevel ich habe oder so. Lichtlevel. Ich glaube nicht, oder? Nö. Dann baue ich noch mal kurz eine Ecke höher. Einfach mal zum Testen, ob das dann klappen würde. Weil ich das mit dem Riesenpilz einfach nicht check. Dann scheiße ich einfach mal drauf, dass es hässlich ist. Der Pilz lebt ja noch. Aber so geht das nicht, ne? Ne. Natürlich nicht. Also wenn ich mir sicher wäre, dass es funktionieren würde, dann würde ich auch da meinen ganzen scheiß Bone Meal drauf klatschen. Aber ich weiß, dass ich dann wieder mein ganzes Bone Meal verspiele. Aber so hoch kann das doch auch nicht sein jetzt. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Scheiße, ich habe kein Holz mehr. Baue ich mal kurz mit Stein weiter. Ob das mal klappt.
Na, glaube ich nicht. Wird zu wenig sein. Ja. Scheiße. Dann fäll ich mal kurz ein paar Bäumchen. Boah, ey, das mit der, die Pilzquest, die ist einfach wirklich scheiße, weil ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin so ein Idiot. Ob ich das hinkriege mit den, ja, mit den scheiße Dingern. Aber sonst, dann baue ich mir halt da einfach zwei Pilze um. Ja. Vielleicht mal den roten. Die wollen nicht. Die wollen nicht. Vielleicht, wenn ich die hier wegmache. Nö. Die wollen nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann baue ich mir jetzt eine Pilzsuppe und dann. Das mit dem Kaktusgrün habe ich mir übrigens hingekriegt. Die Bücherquest wurde abgebrochen. Also die gibt's nicht mehr. Die steht nicht mehr im Ding. Dann reißen wir das jetzt noch ab. Und dann bauen wir noch unser Haus fertig. Und dann haben wir, dann mache ich noch ein Let's Show. Und dann habe ich Minecraft auch fertig. Und dann fange ich nachher schon mit Far Cry 3 an. Oh yeah, baby. Aber das Let's Show gibt es dann erst später, das gibt es noch nicht. Obwohl, Marmako. Dafür lasse ich dann hier, glaube ich, alles wachsen. Also überall die Melonen hin, dahin. Das hat echt richtig Bock gemacht, das Projekt. Also das würde ich auch immer wieder machen. Vielleicht werde ich das auch irgendwann später nochmal machen. Im späteren Verlauf. Also gesagt, ich hätte die Pilze mal einfach am Anfang bauen müssen. Hätte ich nämlich die ganze Zeit unendlich Pilze gehabt. Aber das würde mir jetzt zu lange dauern. Da müsste ich ja noch 60 Parts dranhängen, damit ich überhaupt 10 Pilze zusammenkriege. Und dann sage ich einfach, wir machen uns eine Pilzsuppe und dann zählen wir die Quest einfach als nicht erfolgreich und fertig. Und dann morgen nehmen wir dann auch, neben übermorgen ist das, übermorgen fangen wir dann auch mit Dead Island an. Oh ja, das wird auch richtig fett, Leute, das wird richtig Bombe. Da habt ihr dann auch richtig was zu gucken, erstmal wieder. Aber ich glaube, ich habe dann insgesamt 3 oder 4 Quests hier nicht geschafft, 4 Missionen nicht. Thank you.
Aber den Grundriss lasse ich, also die erste Reihe Holz lasse ich, damit ihr seht, dass es, also damit ich dem Let's Show dann sagen kann, ja, hier wollte ich eigentlich eine Pilzfarm bauen. Blablabla, hat aber wohl nicht so geklappt, wie ich wollte. Also ein Pilz ist ja gewachsen, also es hätte ja geklappt, aber die Zeit, Leute, das würde jetzt einfach alles zu lange dauern, da es mit dem Riesenpilz irgendwie nicht funktioniert, weil ich zu dumm dafür bin. Aber egal, scheißen wir einfach mal drauf. So, dann basteln wir uns jetzt eine Pilzsuppe und die packen wir dann weg und dann zeige ich dir im Let's Show nochmal. So. Hier baue ich nichts mehr von ab. Und die hier, die. Wie heißen sie? Oh, das ist gerade einer gewachsen. Wie heißen die Dinger hier noch? Die. Na, ihr wisst, was ich meine. Die. Schilfgras. Oh, nicht runterfallen. Die. Ach, wie heißen sie denn noch? Oh mein Gott, wie heißt denn die Scheißdinger denn noch? Da, wo man Papier draus macht, hier ist auch einfach Schilfrohr, sage ich jetzt einfach mal. Die haben im Übrigen keine Bedeutung, die kann ich überhaupt zu nichts mehr verwenden, weil früher war das so, dass man aus Papier, wenn man drei von diesen Schilfrohren hier unten reingemacht hat, bekommt man Papier. Und da früher konnte man da Bücher draus machen, aber mittlerweile braucht man dafür Leder. Und da ich keine Kühe habe und haben kann, weil die nicht spawnen können, wurde die aus dem Sortiment genommen. Das heißt, die funktioniert nicht mehr, die Quest. So, dann bauen wir uns noch kurz eine Pilzsuppe hier. So. Die zwei Türen nehmen wir mit hier nach oben. Denn hier habe ich auch. Zack. Was gebaut. Also ist nichts Großes. Hier wollte ich die Umrandung machen. Hier kommt noch ein fettes Fenster rein. Von hier an ab. Bis hier hin. Oh, da ist eine Spinne. Ah. Wie kommst du denn hier hin? Oder wo kommst du denn her? Wahrscheinlich von hier hinten, ne? Oh, nö. Schnell schlafen. Schnell. Ach, lauf doch. Damit hier nicht zu viel Schnee kommt. Los! Schlaf schneller. Ja. Show. Was wollten wir machen? Genau da oben fertig.
Der Schnee geht eigentlich auch, geht der eigentlich von alleine wieder weg? Das weiß ich gar nicht. Auch wieder sowas hin. Das finde ich bei Türen nämlich immer ganz sexy. Zack, zack. Boom, 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 boom. So, was machen wir jetzt? Machen wir denn hier oben jetzt noch hin? Sieh erstmal eine Umzäunung. So, dann noch 1000 Truhen. Oh Gott. Boom. So, hier dann auch noch. Natürlich. Hier. Zack, zack. Hier brauche ich noch was Cooles hin. Und zwar nehmen wir noch zwei Erdeblöcke, beziehungsweise die ganzen vier nehmen wir mit. Zack, zack, und dann packen wir da oben noch zwei Bäumchen hin. Hier wird gerne mal ein. Ja, einen dahin. Und einen kleinen nach hier hin. So. Genau. Perfekt. Ja. Oh, hi. Machst du Schwuchtel immer mir drin? Gut. Aber damit beende ich jetzt auch erstmal den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part von Minecraft Skyblock wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.